Hey Leute, das darfst du keinen erzählen, wo ich das Mikrofon heute habe. Also falls euch das stört, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das sonst hin tun sollte. Auf jeden Fall, Leute, über ein Thema möchte ich mit euch jetzt mal sprechen. Und zwar um das ganze Thema Crash, Abverkauf am Aktienmarkt und Co. Falls das passieren sollte, wie man darauf reagiert, beziehungsweise was man da vielleicht schon davor machen könnte. Also vorweg, sind wir mal ganz ehrlich. Ich mache da kein was vor oder sonst irgendwas. Wir Dividendeninvestoren, wir haben seit gut 2 Jahren eigentlich gar nichts zum Lachen, weil faktisch ist es bei uns so eine Plus-Minus-Null-Runde. Ja, klar, ich glaube, im letzten Jahr habe ich mit meinem großen Depot, also mit meinem privaten Depot, roundabout 5,5-6% Rendite erwirtschaftet und dieses Jahr bin ich bei circa 7,5-8%. Und wenn ich mir so den breiten Markt anschaue, muss ich sagen, der ist deutlich besser gelaufen. Ja, jetzt kommen natürlich ganz viele Kommentare. Na, was heißt ganz viele? Jetzt halten wir mal den Ball flach, gell? Der ein oder andere Kommentar kommt natürlich so, Holly, es wäre doch für dich irgendwie schlauer, wenn du das Geld in einen S&P 500 ETF investieren würdest für Performance. Da muss ich der Person recht geben. Für Performance wäre das auf jeden Fall deutlich besser gewesen, aber man darf dann das Jahr vor diesen 2 Jahren nicht vergessen, das Jahr 2022. Und zwar hatte dort mein Depot im Plus geschlossen, währenddessen der breite Markt eben abgerauscht ist. Und wenn man sich das Ganze dann gegenüberstellt, ist es auch ganz wichtig, ich rechne in meiner Performance auch meine Cash-Position mit. Meine Cash-Position ist ja am All-Time-High und dadurch schaut natürlich auch meine Performance deutlich schlechter aus, wie die, was die meisten anderen eben publizieren. Also da musst du auch mal zwischen den Zeilen ab und zu mal lesen. Würde ich meine Cash-Position rausrechnen, würde sich das Ganze für mich falsch anfühlen. Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich für euren richtig geilen Support einfach mal bedanken. Ich sehe das an euren Likes, an euren Kommentaren. Es macht mir unglaublich viel Spaß, die Videos für euch zu produzieren. Und ganz wichtig, der Hinweis auch immer wieder in der Videobeschreibung sind die Links unten drinnen. Unter anderem bei Freedom24 bekommst du aktuell bis zu 20 Aktien geschenkt. Oder zum Beispiel auch beim Zero Broker gibt es aktuell für dich bis zu 350 Euro Bonus. Check das auf jeden Fall mal gerne ab. Klar, es wird sich nach außen hin deutlich besser darstellen. Man könnte sich jetzt hinstellen, boah, ich bin so ein geiler Typ, ich habe doch trotz Dividendenstrategie eine 2-stellige Rendite jedes Jahr, dies, das, Ananas, aber das bin ich nicht. Ich bin einfach ehrlich, warum soll ich jemanden anlügen oder sonstiges? Und auf was ich jetzt raus möchte, also vorweg. Ganz ehrlich, ja, wir haben in den letzten 2 Jahren nicht so viel zum Lachen, wenn wir unsere Performance anschauen. Aber die Frage ist doch, ist es wirklich so schlimm? Ich muss sagen, nö, ist es gar nicht, weil das Coole ist doch daran, dass wir in diesem Zeitraum, wo zum Beispiel die Blue-Chips-Dividendenaktien nicht gut laufen, andere Sektoren gut laufen. In dieser Zeit, wo unsere Aktien nicht gut laufen, was wir auf der Watchliste oder im Depot drinnen haben und die qualitativ hochwertig sind, wenig Risiko aufweist, beziehungsweise wenn man denkt, man ist, also vorweg, ganz ehrlich, nein, Leute, ich bin nicht schlauer wie der Markt. Übrigens, ich habe eine PepsiCo in der Hand. Jetzt reißen wir uns erstmal eine PepsiCo auf. Ja, Grützefix, ja, ich weiß, ich tue schon wieder keine Coca-Cola-Aktionäre hier unterstützen. Ja, Grützefix, Leute, ihr wisst gar nicht, wie viel Pepsi und Cola ich mir reinzimmer jeden Tag. Aber das ist auch ein anderes Kapitel. Naja, also, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, unser Depot ab und zu ein bisschen umzustrukturieren, zum Beispiel Ländergewichtung oder Branchengewichtung. Das mache ich genauso wie hoffentlich alle anderen, dass die halt einfach wirklich komplett neutral auf ihr Depot draufschauen, sagen so, hey, das läuft gut, das läuft nicht gut. Ich habe zum Beispiel auch heute erst einen Kommentar gelesen zu meinem P2P-Portfolio-Update. Das Video kann ich da gerne oben abspeichern, wollte ich sagen, einfach mal verlinken, kannst gerne vorbeischauen, dort habe ich die 100.000 Euro Marke geknackt, sogar 112.000 Euro sind drinnen. Der Kommentar gleich so, ah, und wenn es weltwirtschaftlich schlecht läuft, zeigst du dann auch dein Portfolio her. Ja, habt damit überhaupt kein Problem. Leute, ich mache auch Videos zu meinen schlechtesten Aktien. Alter,
am Anfang hätte ich gesagt, so, also vor Jahren, wo ich mit Social Media und alles angefangen habe, wo man natürlich noch keine Reichweite und Co. gehabt hat, da hätte ich schon gesagt, so, boah, muss ich jetzt meine schlechten Aktien zeigen oder sonst irgendwas. Ich denke mir so, hey, ich habe alles geschafft in meinem Leben, was ich mir vorgenommen habe. Manche stört es dann, wenn man so ehrlich ist oder sonst irgendwas, weil die halt mit Ehrlichkeit vielleicht gar nicht umgehen können oder mit der Realität. Aber ich muss doch nichts vorlügen. Also schau mal an. Also ich bin ein Typ Mensch, ich glaube an Karma. Mir wird das ja gar nichts bringen, wenn ich irgendwas nach außen hin publiziere, was überhaupt nicht stimmt oder sonst irgendwas. Weil ich weiß, mein Bad Karma würde sofort kommen und mir einfach Shame geben, auf gut Borisch gesagt. Ja, und das hätte ich verdient, Alter, dann. Da brauche ich mich nicht wundern oder sonst irgendwas, wenn einfach das Schicksal irgendwie wieder so richtige schöne Watschen übrig hat. Ist berechtigt. Aber auf was ich jetzt zurück raus möchte, man kann ja in diesem Zeitraum, wo unsere Aktien nicht gut laufen, also zum Beispiel, das wird mir mein Leben lang nicht aus dem Kopf rausgehen. Ich war 2021 hier in Thailand beim Fischen und ich habe dann berichtet gehabt, dass ich meine ganzen Pfizer-Aktien verkauft habe. Lass mir lügen, 50%, 60%, 70% im Plus. Ich kann es dir jetzt auf jeden Fall nicht zu 100% wiedergeben, aber rechnen wir einfach mehr mit dem Schlechtesten, dass es 50% Kurs plus waren. Vielleicht waren es auch nur 45%, aber es war wirklich ein sehr guter Kurs plus, was ich dort realisiert habe und habe dafür richtig schöne, viele Kommentare bekommen. So, warum verkaufst du jetzt Pfizer? Die steigen, die werden immer so gefühlt immer Medikamente haben. Und ich denke mir so, nee, ich muss nicht das letzte Prozent rausholen, wenn ich das Gefühl habe und die Zahlen spiegeln das wieder, dann muss ich auch mal Aktien verkaufen, einfach Gewinne mitnehmen. Habe jetzt übrigens auch demnächst vor, zum Beispiel bei der Iron Mountain, die ist brutal, brutal gut gelaufen. Die war zwischenzeitlich mal bei über 300% in meinem Depot drinnen, sind jetzt letzter Stand auf 278% Kurs plus zurückgefallen. Ja, und die verkaufe ich dann auch gerne mal, weil ich sehe das irgendwie, also ich habe das damals schon nicht gesehen, dass die Aktie mal so steigen könnte. Jetzt, wo sie so gestiegen ist, finde ich es richtig gut. Aber warum soll ich die jetzt noch länger im Depot drinnen haben? Auf dieses Kapital, was ich rausziehen oder drinnen habe, insgesamt kriege ich noch eine Dividendenrendite von unter 3%. Und ich denke mal, aktuell gibt es einfach viele spannende Titel. Kann damit aber natürlich auch falsch liegen. Und wenn ich damit falsch liege, werde ich mich hier auch wieder kundtun, dass ich falsch gelegen habe. Ist doch überhaupt nichts Schlimmes. Ich habe das bei Bayer gemacht, ich habe das bei Walgreens gemacht. Das ist absolut normal, wenn man Fehlentscheidungen trifft, dass man dazu steht, dass man in meinem Fall da auch öffentlich darüber spricht. Ich brauche dieses Schau- und Scheinleben nicht. Ich habe mich jetzt extra ja auch rausgehockt. Ich wollte mich ja nicht auf die andere Terrasse hocken, aber da fühle ich mich nicht wohl. Und wo ich mich nicht wohlfühle, mache ich auch keine Videos. Und das Ding ist ja, auf was ich jetzt raus möchte, mit dem ganzen Thema Crash. Leute, mal ganz ehrlich, also jetzt bin ich 34, gell? Rein theoretisch würde ich alles abschalten im Business und Co. und würde dann kein Einkommen mehr haben, würde es schon reichen an Dividenden und Zinsen, was ich habe. Es sind über 2.500 Euro, was ich bekomme durchschnittlich im Monat. Aber das Ding ist, dann müsste ich auch mir eingestehen, dass ich meinen Lebensstandard runterfahren müsste. Das möchte ich nicht. Also arbeite ich ganz normal weiter, habe meinen Spaß dabei und überlege immer so, was könnte passieren. Also ich stelle mir die Frage immer so, kann ich Aktien beeinflussen? Nö, kann ich nicht. Kann ich aber warten, bis es ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gibt? Ja, kann ich. Was kann ich in dieser Wartezeit machen? Ja, einerseits natürlich ganz klar, Leben genießen, die Zeit genießen, das habe ich auch erstmal lernen müssen, auch mal runterfahren, dann Gas geben, wenn es verlangt wird, aber in der Zeit, wo es nicht verlangt wird, also wo ich es nicht möchte, dann auch wirklich runterkommen, zetteln. Aber in diesem Zeitraum kann ich mich ja um mein Gehalt kümmern. Wie meine ich das zum Beispiel? Ich bin selbstständig, ich habe das auch schon öfters mal gesagt gehabt, dass ich quasi, es hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber je mehr ich mache, je mehr bekomme ich. Normalerweise. Kann nicht, natürlich nicht immer funktionieren, aber so funktioniert meine Agentur tatsächlich. Zum Glück. Toi, toi, toi. Und
deswegen habe ich mich einfach die letzten Monate und auch Quartale bzw. Jahre aktiv um mein Gehalt gekümmert. Und dadurch eben natürlich auch die verhältnismäßig höhere Cashquote. Einerseits, weil ich mich damit wohlfühle, aber weil ich eigentlich auch schon, jetzt nicht länger wäre es übertrieben, aber eigentlich, wenn man wirklich ehrlich ist, wenn man diese ganzen Problemherde, nenne ich es jetzt einfach mal, in der Welt sich ein bisschen anschaut, dann stehen manche Aktien auf jeden Fall zu hoch da. Wir sehen sie übrigens aktuell gerade so schön im Nahrungsmittelsektor drinnen. Plötzlich können die Unternehmen nicht mehr ihre Preise erhöhen, beziehungsweise senken diese sogar, zum Beispiel in Amerika. Und super geil, jetzt kommt nämlich mein Arbeiter. Leute, ich würde sagen, wir machen gleich weiter. Ich weiß nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind, aber damit du auch einfach mal so einen privaten Einblick hier bekommst. Und zwar habe ich nämlich aktuell bei meinem Haus so ein bisschen Probleme mit dem Wasser. Ihr habt zwar nicht immer Frischwasser, also nicht immer laufendes Wasser da. Man könnte sich jetzt da beschweren, aber ich versuche immer lösungsorientiert zu arbeiten. Deswegen habe ich mir hier einfach einen 1000 Liter Frischtank bestellt. Hier einfach noch eine Kreislaufpumpe. Der arbeitet jetzt da, schließt das Ganze an. Und dann habe ich quasi dieses Problem nicht mehr. Der Vorteil ist natürlich, also vorweg, ich habe das hier alles nur gemietet, gell? Aber hey, warum soll ich mich da nicht schnell selber drum kümmern, wenn ich diesen Luxus haben möchte von 24/7 laufendes Wasser? Du, dann investiere da auch einfach mal schnell diese 200 Euro. Das ist der Vorteil hier ist halt natürlich, es kostet alles nicht so viel. So, jetzt kommen wir aber nochmal auf das Thema zurück. Ich habe ja zu euch gesagt gehabt, dass ich mich hier um meine Cash-Position gekümmert habe, indem dass ich mehr gearbeitet habe, dass auch zum Glück, toi toi toi, wieder alles sehr, sehr gut gelaufen ist. Und dadurch ist natürlich die Cash-Position angehäuft. Aber ich habe natürlich auch versucht gehabt, in diesem Zeitraum Aktien zu kaufen. Also können wir ja schnell mal drüber sprechen. Ich habe die Pfizer gekauft, ich habe die BAT gekauft. Hey, die ist übertrieben gut gelaufen. Und jeder, der mich hier so ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich die Position ja schon ein bisschen üppiger ausgebaut habe und so weiter und so fort. Ich tue ja hier auch viel kund, was ich so mache. Und das Ding ist, ich finde persönlich ein Cash oder so ein Abverkauf, mal ein Crash oder einen Abverkauf jetzt gar nicht so schlimm, Leute. Also wir kümmern uns ja davor schon um gewisse Sachen, falls etwas passieren sollte. Das versuche ich euch ja hier immer so ein bisschen mitzugeben, diesen Denkanstoß. Du musst ja selber entscheiden, wie du vorgehst bei der Aktienauswahl und Depotstruktur und Co. Und da ist eben das Thema auch zum Beispiel Cash-Position. Auch das ist ja eine gewisse Position, wo jeder eingehen sollte. Auch wenn das vielleicht temporär zum Beispiel negativ für die Rendite ist, ist es aber für zum Beispiel bei mir persönlich, ich weiß es gar nicht, wie oft ich mir persönlich gesagt habe, mir ist das einfach wichtig. Für mich ist es hier oben im Kopf ultra wichtig, dass ich eine Cash-Position habe. Weiß nicht, ihr habt das für mich herausgefunden gehabt, das ist das Beste, ich fühle mich dann deutlich wohler und das ist ja auch das Wichtige beim Investieren, dass man sich wohlfühlt. Zum Beispiel hier auch die PepsiCo. Das Unternehmen also läuft sowieso schon immer gefühlt richtig gut, genauso wie Coca-Cola. Natürlich haben die mal Schwächephasen drinnen, zum Beispiel wie aktuell, dass PepsiCo einfach ein bisschen unter die Räder gekommen ist. Und ja, da liebäugel ich schon natürlich mit einem kleinen Nachkauf aktuell. Hey, aber das Ding ist, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die Aktie irgendwie ultra günstig ist oder dass ich jetzt sofort losspringen muss und die Aktie kaufen muss. Und wenn ich dieses Gefühl nicht habe, dann mache ich das auch nicht. Klar, habe jetzt ein bisschen von meiner Cash-Position umgeschlichtet im Bereich P2P-Kredite rein, weil er einfach sagt so, yo, meine Cash-Position muss einfach ein bisschen besser für mich arbeiten. Die arbeitet einfach zu schlecht für mich. Also meine Devise ist immer, mein Kapital muss härter für mich arbeiten, wie ich für das Kapital. Ich habe mir das irgendwann mal in meine 20er angewohnt gehabt, mir das einzureden, weil ich damals einfach noch nebenbei arbeiten gegangen bin. Also wirklich, hey Leute, ihr könnt euch das, also es ist Material für mehrere richtig krasse Videos, was ich da früher mir selbst angetan habe, muss ich sagen, mit diesen
höher, weiter, besser, immer Vollgas geben. Da war er schon sehr, sehr ausgebrannt. Hey, aber ohne diese schlechten Zeiten, es waren nicht mal schlechte Zeiten, war halt einfach anders. Könnt ihr das jetzt heute einfach nicht so genießen und wäre sicherlich auch nicht so weit gekommen, wenn alles rundlaufen wäre. Man muss sich halt immer wieder durchbeißen. Und was sollst du dir jetzt aus diesem Video mit rausnehmen? Also vorweg, mach dir mal bitte Gedanken über deine Cash-Position, über deine Depotstruktur. Macht das alles Sinn? Auch auf Qualität achten, da schaue ich schon drauf, aber ich muss auch gestehen und mir selbst auf jeden Fall auch ab und zu mal hier an meinem Ohr schützen, damit ich mehr auf Qualität noch achte. Klar, Pfizer zum Beispiel ist eine krasse Spekulation, was ich da aktuell drin habe im Depot, aber da habe ich, keine Ahnung, da wären wir wieder bei diesem Gefühl, ich habe da so ein Gefühl, dass ich damit richtig gut liege in der Zukunft drin, das sollte falsch liegen, Leute, ja, ich mache da ein Video dazu, ich habe damit kein Problem. Aber das Ding ist, was ich auch so für mich rausgefunden habe, ich bin oft mit meinen Ideen zu früh dran. Zum Beispiel mit dem Abverkauf, warte immer noch drauf. Ob der passiert, keine Ahnung, kann auch sein, dass der nicht passiert. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel so, ich habe ja zum Beispiel Hormel Foods gekauft, General Mills, J.M. Smucker. Die sind teilweise richtig gut im Plus drinnen gewesen. Wir sprechen hier von über 20% Kurs plus innerhalb von einem halben Jahr oder was. Und heute steht Hormel Foods bei plus minus null. General Mills ist plötzlich sogar ins Minus reingerutscht. Ja, JM läuft jetzt gerade, glaube ich, wieder ein bisschen besser. Klar, eine Erfolgsstory wäre jetzt richtig geil oder sonst irgendwas. Aber das brauche ich auch nicht. Ich weiß, dass das wirklich qualitativ hochwertige Unternehmen sind. Und ich freue mich einfach, dass die Aktien wieder zurückkommen sind. Jetzt schauen wir alle Unternehmen nochmal genauer an nach den Quartalssaison. Und entscheide dann, ob hier vielleicht sogar ein Nachkauf stattfinden kann. Und das ist eigentlich, also ich bin immer wieder froh und dankbar, muss ich zugeben, Leute, wenn genau diese Situationen eintreffen oder zum Beispiel auch, da bin ich komplett falsch gelegen mit meiner Annahme, dass Realty Income nochmal weiter zurückkommt. Ja, sind sie nicht. Die sind sogar ganz im Gegenteil gestiegen. Gestiegen, war dann zwischenzeitlich bei, glaube ich, 25% Kurs plus. Jetzt kommen sie langsam zurück und ich denke mir so, mal schauen, wie weit es zurückgehen kann, weil ganz ehrlich, Monthly Dividend, wir Dividendeninvestoren, ja, das passt halt einfach wie Faust aufs Auge, muss ich sagen, und die möchte halt schon gerne noch ein paar Stücke im Depot drinnen haben. Ich habe jetzt aktuell, müsst lügen, 125 Aktien im Depot drinnen, da wäre eigentlich schon so die Zielgröße, so ab 500 Stück würde ich sagen, macht es ein bisschen Spaß auf jeden Fall, und so ab 1000 Stück muss ich sagen, ist das dann schon auch eine attraktive Position in meinem Depot drinnen, wo ich sage so, yo, natürlich, da ist vor allem, wenn du dann mal diese Größen hörst, da macht es halt einfach auch Sinn, einfach mal zu warten, ob die Aktie nochmal 5-10% nachgibt, weil es sind einfach mehrere tausend Euro, die ich mir spare. Und ja, ganz ehrlich, ich habe die Zeit, dass ich warte, dass ich ein Schnäppchen bekomme, wie ich jetzt auch gerade gesagt habe zu euch. Jetzt kommt dann der Arbeiter, macht das alles da unten mit dem Frischwassertank. Hat mir jetzt insgesamt 200 Euro gekostet und ist halt wieder Qualität, Lebenssteigerung, und das ist für mich persönlich sehr, sehr viel wert. Und da versuche ich halt einfach so ein Mittelmaß zu finden zwischen dem Investieren und meinem Privatleben. Das hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber ich muss halt einfach auch, also es sind viele Dinge, was in meinem Kopf drinnen vorgehen. Lass mir das einfach mal so im Raum drinnen stehen. Ja, und wenn du da jetzt Fragen hast, Leute, schreibt die mal gerne in die Kommentare rein. Anregungen für neue Videos, ihr habt da, also auf so, weißt schon, so, wenn man sich einfach so ein bisschen das Zeug so von der Seele reden kann, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen banal an, aber es macht mir halt ultra viel Spaß, und ich denke, es geht halt vielen da draußen einfach so, dass die gerne einfach jemanden hätten, wo sie sich da einfach auf Augenhöhe unterhalten können. Und ja, kann ich auch wiederum nur die Leute hier animieren. Leute, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann macht's doch einfach auch YouTube, Instagram und Co. Ist doch was Geiles. Also ich habe ja auch das Ganze als hobbymäßig gestartet. Heute kann ich da beruflich davon leben und alles. Das ist doch, weiß nicht, ich finde das ein geiles Zeitalter. Klar, es gibt immer mal wieder Leute, die
schlecht reden oder sonst irgendwas, aber wie ich auch schon in einem anderen Video gesagt habe, ich habe eigentlich zu wenige Hater, weil die Hater sorgen eigentlich dafür, dass du mehr Reichweite bekommst, mehr Aufmerksamkeit bekommst. Aber ganz ehrlich, ich bin da einfach ein bisschen, weiß nicht, gereift, finde ich das richtige Wort, die letzten Jahre, und brauche das einfach alles nicht mehr.